Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir sehen uns unterwegs. Heute geht es um unsere Dachzeltheizung. Wir sind ja hier in Irland im Winter unterwegs und es ist zwar hier jetzt nicht so kalt, aber es ist kalt genug, dass wir das Dachzelt beheizen wollen. Und das machen wir mit der Standheizung, die in unseren Jeep eingebaut ist. Und wie genau, zeige ich euch jetzt. Also was man braucht ist, oder was wir brauchen, ist eine Durchführung, um einen Heizluftschlauch von innen nach außen zu führen. Und das habe ich so gemacht, mit einfach zwei ganz normalen Webasto-Wanddurchführungen, die ich hier reingeklebt habe. Das ist ein Stückchen ABS. Das ist einfach ein Alu-H-Profil. Das habe ich zusammengeklebt. Die Idee prinzipiell habe ich vom Sven Mamach. Herzliche Grüße nach Berlin an der Stelle. Der hat das alles mit einem Gummi-H-Profil oder Kunststoff-H-Profil gemacht und er hat es nicht als Heizungsdurchführung, sondern für seine Lüftung. Aber die Grundidee habe ich von ihm geklaut und das ist wirklich total easy, einfach so ein H-Profil und die Platte reingeklebt. Ja, und das H-Profil, das ist glaube ich 5x15 ist das, glaube ich. Also der Schlitz ist 5 mm, glaube ich, breit. Das ABS ist 4 mm dick, die Scheibe ist 4 mm dick. Also ich verlinke euch das H-Profil und das ABS, das verlinke ich euch unten. Und auch diese Durchführungen. Und ja, jetzt baue ich das ein und dann zeige ich euch, wie ich die warme Luft ins Zelt bekomme. Das klemme ich einfach hier rein. Dann mache ich die Scheibe zu. Und dann ist es fixiert. Bei uns ist die Standheizung dort verbaut. Das hier ist das Hauptrohr, was dann die heiße Luft einmal hier hoch befördert. Hier kommt noch ein Schrank hin. Momentan ist das hier einfach so hingelegt. Das wird dann in den Schrank eingebaut. Und es geht auch hier unten runter. Und von da aus in die Warmluftverteilung ins ganze Auto. Und momentan lösen wir das so, dass wir einfach hier den Schlauch abziehen. So, dann habe ich halt hier einen extra Schlauch dabei, den ich da unten reinstecke. Dann wird er einfach hier eingesteckt. So, und dann habe ich hier einen zweiten Schlauch. Da habe ich hier oben einen Ausströmer drauf, einfach damit da nichts reinfallen kann. Und dann habe ich hier so eine Durchführung gebaut. Das ist wasserfest, das ist Kunstleder, das war ein Rest, den ich da hatte. Habe hier einfach so eine Manschette gebaut, dass das dicht ist und habe hier Klettband, einmal Mutti, einmal Vati, dass ich das oben richtig einkletten kann, dass ich das richtig winddicht habe, damit da halt kein Schlitz ist, wo das reinpfeifen kann. Und das stecke ich hier einfach rein. Und dann kleppe ich das hier oben einfach in die originale Klettbefestigung rein. So. Ja, und das war's eigentlich schon. Jetzt gehen wir kurz hoch. Oh, herrlich. So Leute, damit kriegt ihr so einen kleinen Raum wie so ein Dachzelt innerhalb kürzester Zeit schön mollig warm. Und ja, wenn ihr es nachbauen wollt, ich verlinke euch unten die ganzen Materialien. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Was wichtig ist, ist so ein
Gaswarner, so ein Kohlenmonoxidwarner, wenn irgendwas mit der Heizung nicht stimmt, dass ihr gewarnt werdet, wenn der Kohlenmonoxidgehalt in der Luft steigt. Verlinke ich euch auch unten. Solltet ihr in jedem Fall, auch nicht nur für eine Dachzeltheizung, allgemein, wenn ihr so eine Standheizung habt im Auto, solltet ihr immer haben. Der hat übrigens auch einen Thermometer. Jetzt zeigt er gerade 18 Grad an. Ist also schon schön warm hier oben. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns unterwegs. Ciao.